Hallo und willkommen zurück zu Atelier Riser. Ich würde am liebsten unsere Baumwolle direkt verkraften, aber es gibt so viele Beruhigen Menschen, die mit uns reden wollen und das hat Ja? natürlich immer Vorrang. Wie zum Beispiel hier Dings. Oh, machst du gerade Pause? Ja, ich glaube, der große Ansturm heute ist endlich vorbei. Sag mal, wenn du nicht zu viel zu tun hast, können wir ja ein bisschen plaudern. Ich habe auch extra noch ein bisschen von unserem leckeren Kuchen zur Seite gelegt. Oh, das wäre mir eine Freude. Aha, die meisten deiner Kunden sind also tatsächlich von außerhalb? Ja, das stimmt. Es sind hauptsächlich Reisende, Kaufleute und Schüler wie dein Freund Tao. Aber dein Essen ist so lecker. Wie kommt es denn, dass nicht mehr Ortsansässige davon erfahren? Oh, die wissen schon davon. Es ist nur schwierig für sie reinzukommen. Aber mir macht es nichts aus, wenn es so bleibt wie momentan. Ach, und woran liegt das? Naja, ich liebe es, mir Geschichten anzuhören von Leuten außerhalb der Hauptstadt. So höre ich von Orten und von Bräuchen, von Ländern, wo ich noch nie war. Findest du das nicht auch spannend? Du wurdest hier in der Hauptstadt geboren, oder? Das ist richtig, und ich habe mein ganzes Leben hier gelebt. Ich war noch nie jenseits der Stadtgrenzen. Also gibt es nichts, was ich mehr genieße, als von neuen, exotischen Orten zu erfahren. Ich verstehe. Ich glaube, dir würde es sehr gefallen, auch mal selbst auf ein, zwei Abenteuer zu gehen. Ich glaube, das wäre zu weit gedacht. Ich liebe es einfach, von diesen Dingen zu hören. Und wo wir gerade davon sprechen, Lisa, kannst du mir davon erzählen, wo du herkommst? Ja, sicher doch. Ich komme von einer Insel namens Kurken und die schwimmt auf dem See Ellips. Auf dieser Insel gibt es nur ein einziges kleines Dorf und das heißt Rasenboden. Eine schwimmende Insel? Das klingt ja wunderbar. Erzähl mir mehr davon. Nun, also Rasenboden ist ziemlich isoliert. Deshalb haben wir eine, ja, Wirtschaft, mit der wir, also, ja, eine Landwirtschaft, mit der wir uns selbst versorgen können. Gut, wo ich hier bin, kann ich auch nochmal ans schwarze Brett gucken.
Ich glaube, diese Sachen hier am schwarzen Brett sind echt dafür da, um halt ein paar SP und Kohl zu bekommen. Und ansonsten werde ich jetzt nur, also das werde ich halt jetzt nicht unbedingt machen, es sei denn, ich brauche es ganz dringend. Ich werde mich jetzt auf diese Rufquests erstmal beschränken. Und jetzt weiß ich gar nicht, von diesen Lampendingern habe ich auch relativ viele, das ist ja nichts Seltenes, kann ich also ruhig abgeben. Und Meeresfrüchte behalte ich mal. Saatgut habe ich gar nicht. Ja, und mehr geht's jetzt. Mehr geht jetzt momentan nicht. Okay, dann auf zum nächsten. Wer hat die nächste Marke gezogen? Boss. Hey, das ist doch Boss, oder? Ich glaube wirklich, dass er zu hart arbeitet. Er scheint jeden Augenblick zusammenbrechen zu können. Er ist so ein fleißiger Student. Vielleicht sollte ich etwas für ihn herstellen, um seine Motivation noch ein bisschen anzukurbeln. Ja, und was? Okay. Medizinischer Support. Okay. Wurde geupdatet. Aber wir haben hier trotzdem noch ein Ausrufezeichen. Ach ja, genau, die Pflanze. Ich habe sie jetzt für dich. Oh, Lisa, hast du die Pflanze gefunden, die ich haben wollte? Das habe ich tatsächlich. Einmal Blubbergras. Und dafür bekommen wir 3 Goldmünzen. Wahnsinn. Und wir haben Ruf bei den Studenten hier. Carina! Ich habe dir das mitgebracht, was du haben wolltest. Oh, wirklich? Oh, lass mal sehen. Ah, so saftig. Jede einzelne Verzweigung ist so grazil. Carina? Carina, du sabberst ja. Ups, tut mir leid deswegen. Hat sie die Blume jetzt gegessen? Ich bin so froh, dass ich dich gefragt habe, Lisa. Darf ich meinen Freundinnen davon erzählen? Du warst perfekt, Lisa. Ja, schön, dass du es mochtest. Übrigens, neulich kam es mir so vor, als ob du Tao aus dem Weg gehst. Hat er dir irgendwas getan? Oh nein, das war überhaupt nicht meine Absicht. Ich bin einfach nicht sehr gut darin, mit Männern zu reden. Oh, wirklich? Mir schien es ein bisschen stärker zu sein. Naja, wenn ich mit Männern reden muss, dann kann ich mich zusammenreißen. Dann ist es kein großes Problem. Aber so bei überraschenden Situationen, das ist nicht gerade meine Stärke. Ich muss mich später bei Tao entschuldigen. Ach, ich glaube, Tao ist das ziemlich egal. Nein, aber ich muss es machen. Ich muss mich entschuldigen. Lisa, danke nochmal, dass du mir die Blume besorgt hast. Wir sehen uns später. Was hat sie damit jetzt gemacht? Hat sie die gegessen? Ich weiß es nicht. Männer, sind sie wirklich etwas, vor dem man Angst haben muss? Ich denke mal, es kommt auf den Mann an. Aber viel wichtiger, ich habe, glaube ich, etwas gesehen, was ich nicht sehen sollte. Okay, und hier können wir noch mit jemandem reden.
Du? Nee. Du? Auch nicht. Hä? Mit wem kann ich denn hier reden? Moment mal. Den Boss. Nochmal? Ach so. Wir sollten ihm etwas basteln und da muss ich aber erstmal gucken, was es für Eigenschaften haben soll. Tatsächlich, wir sollen Fischeäul für ihn herstellen. Da würde er sich aber bestimmt freuen. Wenn jemand so niedergeschlagen ist, dann bringt man ihm einfach mal so eine Flasche Fischöl vorbei. Gut, ich brauch's jetzt nicht für was anderes, also bitteschön. Hey Boss, ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Hier, trink mal das. Ja, genau. Trink das Fischöl. Achso, da geht es darum, quasi so eine Art Lebertran, dass man so Vitamin D-Mangel, man ist niedergeschlagen. Danke, aber ich passe. Wieso? Meinst du, ich trinke einfach Sachen, die mir eine dahergelaufene Person in die Hand reicht? Was soll das überhaupt sein? Sowas habe ich noch nie irgendwo zu verkaufen gesehen. Hast du da, aus welcher dreckigen Hintergasse hast du das ergattert? Natürlich kann man das nirgends kaufen. Ich habe das selbst hergestellt. Wirklich? Ja, du wirktest in letzter Zeit so müde. Und ich wollte etwas herstellen, um dir einen kleinen Boost zu verschaffen. Verstehe. Ja, aber wenn du es nicht trinken willst, du musst sie nicht zwingen. Jetzt hast du es alles getrunken. Oh, war das ekelhaft. Naja, das ist der Preis, den man bezahlen muss, um Resultate zu bekommen. Ich habe ja ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass du es trinken würdest. Was? Hast du nicht gesagt, du hast es für mich gemacht? Naja, eigentlich haben wir es für uns selber gemacht und dann überlegt, och, wir können es ja ruhig einfach Boss schenken. Naja, schon, aber nach dem, was du gerade gesagt hast, warum hätte ich denn auf die Idee kommen sollen, dass du es trinken würdest? Das ist deine eigene Schuld. Du hättest direkt sagen müssen, dass du es mit Alchemie hergestellt hast. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest. Hey, wo willst du denn hin? Ja, ich vermute auf die Toilette, weil wenn man so eine Karaffe Fischöl getrunken hat. In die Bibliothek. Ich muss zugeben, dein kleines Geschenk hat mir Energie gegeben. Was? So schnell? Sollte es eigentlich nicht funktionieren. Ja, dann funktioniert es halt falsch, denn es hatte auf jeden Fall einen Effekt. Und ich fände es gar nicht so schlimm, wenn du mir mehr davon herstellen würdest. Also dann tschüss vorerst. Dass die Leute sich beim Verabschieden nicht umdrehen können. Vielleicht habe ich mehr
zu viel von diesen aktiven Zutaten reingepackt. Ich hoffe, Boss wird davon nicht krank. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, was genau noch in diesem Fischöl drin steckte. Welche Pflanzen und so. Das wäre natürlich ganz lustig, das nochmal sich anzugucken, was Boss da eigentlich genau getrunken hat. Aber man muss ja mal sagen, es ist Alchemie, also das Endergebnis hat mit den Zutaten nichts mehr zu tun. Also es werden natürlich Eigenschaften von den Zutaten übernommen, aber... es ist so ein bisschen ja auch wie bei Chemie, also wenn man sich anguckt, bestimmte in Fabriken hergestellte Lebensmittel, wenn man sich da den Produktionsprozess angucken würde und was so das Ursprungsmaterial ist und so, würde man wahrscheinlich sich auch irgendwo mal ekeln. Aber das Endprodukt hat ja dann nichts mehr damit zu tun. Mit, ja, mit dem tierischen Produkt, mit dem es mal angefangen hat zum Beispiel. Okay, gehen wir nochmal zu hier der Bauersfrau. Ach, mal den Namen habe ich noch nicht so. Das ist aber auch jetzt ein Problem. Ich spiele ja gleichzeitig Trails of Cold Steel und da muss ich mir auch 12 Millionen Namen merken. Und doch, hier sie weiß ich sogar noch, sie ist Cassandra, ne? Wow, das ist mal interessant. Du bist der Meinung, ein Mädchen, was im Boden gräbt, ist interessant? Nein, so meinte ich das ja gar nicht. Es ist nur so. Auf der Insel, von der ich bin, haben wir die Dinge ein wenig anders angebaut. Ach ja, stimmt, du warst von der Kurkeninsel. Wie war es denn so zu Hause? Unabhängig von der Jahreszeit mussten wir sehr vorsichtig mit der Sonne sein. Bei uns schien die Sonne sehr viel. Und Lisas Armbewegung irritiert mich immer so ein bisschen. Naja, und im Winter kam der Wind, der vom See herüber wehte, besonders kalt rüber. Und da mussten wir auch vorsichtig sein. Was ja... Okay, ja, in dem Sinne schon. Man würde jetzt sagen, gerade der See heizt ja die Luft noch mal ein bisschen auf im Winter. Also im Winter ist es ja bei Gegenden, die am Wasser liegen, noch ein bisschen wärmer als bei Gegenden, die nicht am Wasser liegen. Aber es ist ja schon so, dass das wahrscheinlich nur ein kleiner See ist und ja, der kalte Wind trotzdem ja noch kalt bleibt. Er wird ja nicht komplett aufgeheizt durch das Seewasser. Ja, wir müssen auch auf die Klimaveränderung, nicht die Klimaveränderung, aber die Temperaturveränderung und auf das Wetter hier achten. So anders ist es gar nicht. Allerdings scheint es für euch Leute noch ein bisschen heftiger zu sein als bei uns. Ja, schwer zu sagen. Denn ehrlich gesagt habe ich ja auf dem Bauernhof nicht so viel ausgeholfen. Ja, aber jetzt bist du Alchemistin, oder? Warum wolltest du denn das lieber machen, anstatt den Bauernhof deiner Familie weiterzuführen? Ich
Ja, es ist ein bisschen peinlich, das jetzt vor dir aussprechen zu müssen, aber ich glaube, ich bin nicht für Arbeit auf dem Bauernhof gemacht. Aber Alchemie, die passte perfekt zu mir. Und das wusste ich vom ersten Augenblick an. Ah, du hast also etwas gefunden, für was du eine Leidenschaft entwickelt hast. Das ist schön. Ja, aber meine Familie hat immer noch gezwungen, mir auszuhelfen. Ich bin sicher, dass deine Eltern einfach nur wollten, dass du auch mal erstmal was Ordentliches lernst. Für den Fall, dass du mit der Alchemie nicht zurechtkommst. Nee, ich weiß nicht, also unsere Eltern, die wussten ja gar nichts über Alchemie. Die dachten, das ist komisches Teufelzeug. Was ist aber was Schreckliches, was du da sagst? Ach komm, ich will dich doch nur ärgern. Aber eine Leidenschaft für etwas zu haben, was nicht der Anbau von Feldfrüchten ist, ja, ich beneide das ein wenig. Okay, also doch relativ viele auch Kennenlernen-Events, Storyteile. Das war ja im Vorgänger ein bisschen anders, wenn wir da mit Leuten richtig geredet haben, also so mit Nebencharakteren. Dann dient es ja immer zum Erfüllen irgendeiner Quest. Na gut. So, jetzt müssen wir nur noch ins Atelier, wenn ich das richtig sehe. Okay, und hier ist auch gar nicht direkt was. Dann gucke ich mir mal eben das hier an. Okay. Emerald Band. Okay, das ist unsere Hauptquest, wo wir den Wyvern killen müssen. Also genau, ja. Okay, es war ja eine Falle, klar, die das Monster hervorgelockt hat. Und jetzt müssen wir hier aber noch Stoff für Claudia besorgen. Und das machen wir jetzt. Wir haben bisher noch überhaupt keinen Stoff hergestellt. Und wir haben aber auch noch hier Nebenquests. Vier Bomben und einmal Honig. Honig haben wir auch überhaupt noch nicht hergestellt. Dann machen wir jetzt erst einmal den Honig. Also kann ich den überhaupt? Habe ich das Rezept? Ne, habe ich noch gar nicht, ne? Machen wir also jetzt erstmal den Stoff. Den ich auch noch nicht kann. Warte mal. Skill Tree. Ah ja, genau. 5 SP fehlen mir dafür noch. Und Honig brauche ich auch 250 dafür. Gut, dann machen wir also erstmal eine andere Sache. Dafür kriegen wir genügend SP. Und da würde ich sagen, Polishing Powder, was können wir da verbessern? Energy Pendant brauche ich jetzt nicht unbedingt. Uni Charm brauche ich eigentlich auch nicht. Und hier haben wir nicht genügend Werdernüsse. Gut, ich werde das Rezept hier einfach mal verbessern. Und ich muss mal gucken, da ist Rezept da unten. Hier muss ich aber auch noch was reintun, damit ich überhaupt das Rezept vervollständigen kann. So, wir brauchen ein bisschen Windenergie.
Also ich hätte auch mal auf Trades achten können, das ist ja das Sinn, der Sinn bei so einem Energy Pendant. Ich gehe nochmal eben wieder zurück. Dass wir da möglichst noch Trades übernehmen. Und da muss man natürlich darauf achten, dass man auch Trades nimmt, die man gebrauchen kann als Amulett. Und Giftheilung und sowas funktioniert nicht an Roadrunner Slayer. Also hier kriege ich eigentlich nichts, was ich brauche. Und hier... Warte mal, Def. Defense Charge. Was macht das? Jetzt hier bei diesen Trades kann ich auch sehen, wo ich dann diesen Trade überhaupt einbauen kann. Also bei Zwischenprodukten links oben. Also ich bin unter rechts und rechts bei Transferkategorie. Und da links oben gibt es halt diese Zwischenprodukte. Da kann ich das, dieses Trade übertragen und bei Rüstung. Aber nicht bei Accessoires. Speed Charge, weiß nicht, geht das? Das ginge bei Accessoires. Okay, merke ich mir mal. Obwohl, der hat auch nur einen. Ja, den nehme ich mal. Ich will jetzt kein perfektes Accessoire machen, sondern einfach nur eins, was wir benutzen können. So, hier war ich durch bei denen. Und Attack Charge müsste auch gehen, ne? Das wäre eher bei Waffen, okay. HP Charge, das ist dann eher was für ein Accessoire. Aber wir brauchen natürlich dann gleich noch einen zweiten Trade. Das wäre dann hier hinten, da unten. Nee, dann lasse ich das. Jetzt keinen zweiten Trade-Slot hier freischalten. Ich will dann diese Punkte, die wir da unten haben, lieber für das neue Produkt noch mitnehmen. Jetzt weiß ich gar nicht, was haben wir. Da sehen wir das nochmal. Das sind die drei Trades, die ich da schon freigeschaltet habe. Und ich könnte da jetzt wieder kein viertes zunehmen, sondern ich will, dass sich eins von denen verbessert. Bringt mich nicht weiter. Nee, okay. Also komme ich nicht weiter mit den Trades. Also kann ich hier irgendwas nehmen? Nehmen wir Hedgehog Slayer. Das nehme ich sonst garantiert nie. So, und die Synthese machen wir jetzt noch nicht. Jetzt können wir dafür sorgen, dass wir mehr Hitpoints bekommen. So, da bin ich auch bereit, noch ein zweites Teil hier einzubauen. So, hier nochmal Qualität oder da wäre nochmal Def. Und hier wären nochmal Trade-Slots. Das ist doch prima. Golem Slayer, Night Slayer, das kann ich jetzt nicht benutzen. Ah ja, hier sind unsere crafteten Garne. Hm.
Ne, gibt es nicht so richtig was Gutes. Also nehmen wir die Tough Wine. Und ich mache nochmal Change Display. Achso, da oben die zwei leuchtenden Punkte neben Special. Wir haben jetzt also zwei Trades freigeschaltet. Dann würde ich hier doch noch mal ein drittes freischalten. So, da könnten wir Hitpoints regenerieren jede Runde. Oder hier könnten wir unsere Skills verbessern. Und hier könnten wir nochmal mehr Hitpoints, als mehr Max-Hitpoints bekommen. Nee, aber denn Regeneration klingt ja mal ganz gut. Wir brauchen aber 4 Kälte dafür. Weiß ich gar nicht, ob ich das leisten kann. Nee, da bräuchte ich bessere Materialien. Jetzt brauche ich halt 4 von diesen Dingern. Da habe ich nicht genügend Zutaten. Aber das ist eine Überlegung für die Zukunft. Das heißt, hier unseren Skill verbessern. Kostet uns 2 gelbe. Das geht hier mit unserem super Flux. Tja, und da kommen wir natürlich auch nicht hin an die weiteren 10 Hitpoints. Das heißt, hier können wir noch ein bisschen Qualität steigern. Nee, kann ich auch nicht. Da fehlt mir hier das die Blitzenergie. Ja, dann hilft mir jetzt gar nichts mehr weiter momentan. Dann können wir auch craften. So, und wir nehmen der einzige Trade, der uns geblieben ist, ist Speed Charge. Okay, immerhin einen Punkt Speed noch dazu. Also der Anhänger bringt 20 Hitpoints. Und einmal und ein Punkt Speed. Und damit sehen wir auch, ja, also 20 Hitpoints, genau, das gehört, das macht, bringt der Anhänger selber mit und die ein, den einen Speed durch den Trade. Ja, okay. Ach so, und Hitpoints regeneriert er sowieso. Das wäre eben nur eine Verbesserung gewesen. Wir haben jetzt also Hitpoint-Regeneration minimal. Das heißt, wir bekommen vielleicht 1, 2, 3 Hitpoints pro Runde dazu, was aber auch okay ist. Besser als nichts, ne? Und immerhin schon Item Rang C. Nicht immer nur D, was wir sonst so craften. So, den kann auch jemand tragen. Ich glaube aber, Lisa trägt ja bereits so einen Anhänger, oder? Genau. Sie hat bereits die verbesserte Hitpoints-Regeneration. Das ist ja der tolle Anhänger, den wir in den Ruinen gefunden haben. Aber das Ganze können wir ja auch hier, ja, unserer Patty mal zukommen lassen. Sie hat mehr Hitpoints als Tao. Obwohl, sie hat ja eh schon mehr als Tao, dann braucht Tao eher die Unterstützung, ne? So. Ja, wunderbar. Und wir haben jetzt genügend SP gesammelt, um hier unsere Baumwolle freizuschalten. Unsere Möglichkeit, Baumwolle zu verarbeiten, freizuschalten, nämlich Stoff. Ich frage mich, warum hier manche so hell leuchten und andere eher blass.
Ah ja, ich weiß. Die hellen, da sind bereits alle Verbindungen ausgefüllt. Kann ich nichts mehr erweitern. Und bei den blassen, da gibt es halt noch Potenzial, das Ganze zu erweitern. So, Cloth. Cloth ist also quasi dasselbe wie ein Ingot vom Prinzip her, dass wir also, Metallbarren sind natürlich für Waffen und Metallrüstung da und dies hier ist dann eher für Stoffrüstung da, aber letztendlich müssen wir da auch sehen, dass wir möglichst gute Traits hier haben, also ne, Entschuldigung, möglichst gute Effekte hier haben, weil wir später bei dem Rüstungsbau diesen Gegenstand hier oft einsetzen werden. So, und ich gucke natürlich auch nochmal eben nach dem Trade HP Charge, wäre glaube ich für Rüstung geeignet. Ja. So, dann brauchen wir hier noch Fäden mit Wind. Ja. Entweder direkt Baumwolle oder besser halt unser Alchemy Fiber. Das ist ja auch nochmal HP-Charge einmal drin. Ich nehme mal einen von diesen hier. Und ich nehme da aber jetzt noch einen zweiten, nämlich normale Baumwolle. Tech Charge bringt ihn nicht weiter. Defense Charge wäre eben auch noch ganz gut. So, und hier haben wir ja schon zum Glück blaue Neutralisatoren gecraftet. Irgendwann mal. So, jetzt könnten wir die Synthese starten. Aber das reicht mir natürlich noch nicht. Ich würde hier jetzt gerne nochmal Dev plus 2 unterbringen. Ja, das muss ich mir überlegen, ob ich das gleich mache. Oder Speed plus 1 oder Speed plus 2. Und da brauchen wir hier Feuer. Ah ja, guck mal hier, Resentful Scream haben wir irgendwo gekauft. Das wäre jetzt eigentlich ganz praktisch. Kann ich ja nochmal neu kaufen. So, und hier ging es... Ah, da können wir es nochmal umwandeln zu einem Traveler's Code. Das will ich jetzt aber nicht. Wir müssen ja erstmal Stoff herstellen. Jetzt könnte ich hier noch zwei hinzufügen. Es würde gehen für einen Punkt Speed. Oder ich füge die 2 hierzu für 2 Punkte, also für noch einen weiteren Dev-Punkt. Hm, oder das hier. Dann habe ich da einen, dann habe ich noch einen weiteren über, den ich noch in Qualität stecken könnte. Oder, ja, hier fehlt mir leider ein bisschen Feuerenergie. Hm. Mal gucken, da müsste ich auch 2 reinstecken für den Traveler's Code. Ja, okay, okay. Da wäre mir jetzt tatsächlich Speed wichtiger als Def. Und ich gucke mal, ob ich hier noch einen Trade finde. Genau, Defensive Charge 2. Und jetzt noch einen. HP Charge. Nochmal Display, ja genau, HP-Charge, wenn wir dann auch nochmal einen Punkt dazu bekommen. Das ist super. Also für unsere beschränkten Mittel, die wir momentan haben. So, wir brauchen... ja, auf jeden Fall Def-Charge, HP-Charge und Speed-Charge. Wir haben jetzt leider keinen dritten Trade, aber nehme ich halt lieber die 9 Punkte als die 3 hier. Beziehungsweise lieber 5 oder 4 als 3. So, dreimal Stoff.
kommt jetzt ein Event, dass wir das Claudia bringen können. Wow, endlich fertig. Boah, das war wirklich nicht einfach. Ja, die Herstellung war einfach, aber überhaupt erstmal Baumwolle zu finden, das war das Schwierige. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, hier einfach rumzustehen. Ich muss ja noch alles bei Claudia abliefern. Und den guten Stoff muss ich jetzt Claudia geben. Ich mache, glaube ich, noch mal extra welchen, der nicht so gute Traits hat. Das geht ganz schnell. Und zwar machen wir jetzt einfach mal einmal Cloth. Und jetzt mache ich das, wovon ich geraten habe, es nicht zu machen. Aber wir drücken jetzt einfach mal R1 und sagen Low Quality. Ja, und das Ergebnis gefällt mir überhaupt nicht, weil der hat viel zu viele Zutaten hier verschwendet. Das soll er gar nicht machen. Ich will ja nur ganz einfache Dinge haben. Ich brauche ja nur 3 Zutaten eigentlich. Und ja, nehmen wir hier einmal Baumwolle rein. Hier auch. Mit dem blauen Neutralisator. So, jetzt können wir es craften. Und das ist genau das Richtige für Claudias Kunden. Das ist ja nicht, dass Claudia selbst nehmen sollte, sonst wäre mir das Beste natürlich nur gut genug. Aber es wird ja einfach an jemand anders ausgeliefert. So, und dann jetzt bei dieser Autocrafterei hätte er 7 Zutaten verbraucht. Und wir wissen gar nicht, welche genau. Und jetzt hat er einmal nur 3 verbraucht. Gut, dann gehen wir mal in den Central District. Ist es da? Und zu Dennis Workshop können wir später noch gehen. Okay, hier ist erstmal. Was wolltest du noch haben? Ah ja, den Honig, alles klar. Aber hier. So, und wir müssen ja tatsächlich 3 Stück geben und da gebe ich natürlich nicht das Gute. Sondern das hier. Vielen Dank, Lisa. Jetzt kann ich endlich die Lieferung abschließen. Ja, freut mich zu hören. Und wahrscheinlich ist jetzt in-game 2 Wochen vergangen oder so, die wir unterwegs waren, um Sachen zu sammeln oder so. Und hier ist deine Bezahlung. Oh, ich brauche dein Geld nicht. Das war einfach ein kleiner Gefallen unter Freunden. Ich weiß die nette Geste zu schätzen, aber das war ein Geschäft, was wir abgewickelt haben. Und da gehört die Bezahlung dazu. Verstehe, dann nehme ich es dankend an. Und hier ist noch eine weitere Sache. Ich habe das Buch vor langer Zeit gefunden. Ich dachte, du magst es vielleicht. Oh, die Schatzinsel. Nein, ich hoffe mal ein Rezeptbuch. Wow, das sieht wirklich alt aus. Was ist denn her? Ach, das ist hier mir in einem Laden einfach unter die Finger gekommen.
Es scheint mit Alchemie zu tun zu haben, deshalb habe ich es einfach mal auf Verdacht mitgenommen. Ja, auf jeden Fall. Es ist ein Rezeptbuch für Alchemie. Wirklich? Naja, dann war es ja gut, dass ich meinem Bauchgefühl getraut habe. Und du hast es jetzt die ganze Zeit für mich aufbewahrt? Danke, Claudia. Nein, ich muss dir danken. Dieser Lieferauftrag, der steckte jetzt schon wie ein Stachel in meiner Seite. Und du hast diesen Stachel rausgezogen. Jetzt habe ich endlich wieder Luft zum Durchatmen. Und Claudia macht auch so seltsame Bewegungen. Was ist da passiert in dem Spiel? Ja, Luft zum Durchatmen heißt das, du kannst jetzt mit uns mitkommen zum Erkunden? Nein, ich habe noch ein paar kleinere Dinge zu tun, um die ich mich erstmal kümmern müsste, aber danach, wenn es dir nichts ausmacht, würde ich gerne mit. Natürlich, du bist uns immer willkommen. Ja, dann lass uns bald auf ein neues Abenteuer gehen. Ich glaube, Claudia muss dringend auf Klo, oder? Ich will sie jetzt nicht länger aufhalten. Okay. Ja, okay, dann schauen wir nochmal bei Dennis vorbei. Oh, hallo Lisa. Ja, irasshai. Kyou wa dou shitan dai? Na, was führt dich heute zu uns? Yokatta. Kyou wa isogashiku nasasou da ne. Heute scheinst du ja mal nicht ganz so viel zu tun zu haben. Aber wie meinst du das? Mai ni kita toki wa zenzen kizuite kurenakute sa. Sono toki wa jamashitara ikenai to omotte denaoshita no. Naja, ich war ja vor ein paar Tagen schon mal hier und da hast du mich nicht mal bemerkt. Und ich wollte dich nicht stören, deshalb bin ich wieder gegangen. Wirklich? Tut mir leid deswegen. Nein, ist schon okay. Das ist bei mir manchmal genau das Gleiche, wenn ich so auf die Arbeit fixiert bin. Ja, das ist bei mir auch so. Manchmal hat man auch das Gefühl, dass der Sinn für die Zeit komplett verschwindet, wenn man sich wirklich konzentriert, oder nicht? Ja, so in meiner Jugendzeit war es auf jeden Fall so, wenn ich was gelesen habe, dann habe ich alles um mich herum vergessen. Und ja, selbst wenn dann jemand was gesagt hat oder kurz ins Zimmer kam und dann habe ich gesagt, ja, alles klar, und dann eine Sekunde später war ich wieder im Buch und wieder alles um mich herum vergessen. Ja, ich habe mal ein Projekt ganz am Morgen begonnen und als ich mich versah, war schon wieder dunkel draußen. Ja, mir geht es immer so, wenn ich mich in meine Bücher vertiefe. Ja, und ich beschließe manchmal kurz vor dem Zu-Bett-Gehen noch eine Kleinigkeit zu arbeiten und dann ist auf einmal schon wieder Sonnenaufgang. Ja, jetzt fühle ich mich besser, wo ich merke, dass es anderen Leuten genauso geht wie mir. Patty? Du bist die Einzige, die nicht so ist?
Nein, ich glaube, das geht nur euch dreien so. Ist ja nicht jeder gleich. Na gut, dann schauen wir mal hier. Erstmal das neue Rezeptbuch. Unter Wasser atmen. Ja, das hilft uns weiter, auf jeden Fall. Ein Airdrop. Okay, ist also dasselbe Prinzip. Wir komprimieren quasi Atemluft in so einer, in einem Bonbon. Den lutschen wir dann unter Wasser und haben dadurch die Atemluft. Ja, dann würde ich sagen, haben wir in der nächsten Folge ja ordentlich was zu tun. Ich guck mal eben, könnten wir diesen Airdrop überhaupt herstellen? Ne, könnten wir noch gar nicht. Da fehlt mir der Honig. Haha. Und so kommt wieder eins zum anderen, die andere Nebenquest, die wir auch noch brauchen. Aber unser Skilltree lässt es nicht zu. Wir haben jetzt 120 SP. Das heißt, ich gehe noch einmal kurz ins Café schauen, ob ich da noch SP kriegen kann. Und ansonsten wird dann erstmal ein bisschen was gebastelt. Warte mal. Jetzt brauche ich Red Punis, muss ich jagen. Das würde eigentlich ganz gut gehen. Und wir haben noch nicht groß gekämpft. Und es bringt halt Reputation. Das hier bringt auch Reputation. Gut, dann machen wir ja hier auch die Bandits, aber ich will jetzt bei den Studenten nochmal ein bisschen Ruf bekommen. Also machen wir Folgendes. Ich gebe das hier mal eben ab. Dann nehme ich die Jagdquest für Punis an und die müssen wir dann natürlich sofort ausführen. Ich hoffe, ich schaffe auch 5. Das müssen wir mal gucken. So, Men's Catacombs. So, welche Waffe habe ich jetzt gerade gezogen? Nee, das wollen wir nicht. Die Axt wäre schon ganz gut. Oh, der ist einzeln, das ist schon mal ganz gut. So, Hitpoints balken. Beobachte ich auch noch ein bisschen. Je mehr man kämpft, desto auf mehr Details kann man ja auch achten. So, das war der erste. Fehlen noch 4 Stück. Falscher Knopf. Ich wollte gar nicht springen, ich wollte zuschlagen. Ja, so ist es halt, ne? Ne, Quick-Item wollte ich gar nicht. Ist egal. Jetzt kann ich Item benutzen. Jetzt wäre wieder Quick-Item. Will ich nicht. Ich muss noch eben kurz warten. Ne, Item Rush. Genau, das möchte ich machen. Das bringt echt zu wenig. Also, links bei den vielen Balken muss ich immer gucken, wo ist denn der Hitpoint-Balken und wofür ist der rote Balken da.
So, jetzt habe ich 2 CC. Jetzt können wir mal die Bombe einsetzen. Nee, dann macht überhaupt keinen Schaden. Das ist halt ganz toll. Das war ja blöd von mir. Natürlich kriegt ein roter Puni von der Bombe keinen Schaden. Okay. Das war Nummer 2 und 3. Und ich glaube, ich habe kaum Hitpoints verloren. Am besten hier mal eben schauen. Ja, Patricia hat 5 verloren. Oh, und wir haben hier was gelernt. Wir haben 20 Core-Items benutzt. Deshalb hat Lisa jetzt ihren Skill Vitality gelernt. Ich weiß nur nicht, was der macht. Das müssten wir woanders sehen. Formation Status. Open Status Screen. Vitality. Ja, erhöht ein klein wenig die Maximal-Hitpoints. Ja, wahrscheinlich die 10 Punkte da. Immerhin, also 10 Punkte ist schon nicht schlecht. So, du bist kein roter Puni. Ich weiß gar nicht, ob hier unten überhaupt noch Punis sind. Hier sind welche. Und hier sind 4 und 5. Wunderbar. Ja, so langsam wird's. Gut, prima, haben wir das erledigt, können wir direkt abgeben, denn diese Monsterjagd-Quests sind ja immer nur sehr kurzlebig. これならなんとかなる。すごいわ、ライザ。またよろしくね。 Nein, gibt es doch direkt was Neues. Aber ich habe gesagt, ich will jetzt erstmal nur die Reputationsquests machen. Nochmal Sweet Leaf, dann habe ich keine mehr davon, aber es bringt halt guten Ruf.
Ja, hier auch nochmal Bandit-Ruf. Ist okay. Ja, das sprich die drei Stück ist auch okay. Die gammeligen Sardinen hier. Okay. Es hat einiges gebracht. Aber noch keinen zweiten Stern. Ja, die anderen Sachen, das machen wir in der nächsten Folge. Jetzt nur eben noch ins Atelier. Und wir können dann das Honigrezept mal freischalten. 500 SP haben wir sogar. Achso, und Mehl ist auch mit bei. Ah, Mehl brauchen wir auch noch für was anderes. Okay, hier entfaltet sich der Baum. Also erstmal Quantität noch ein bisschen steigern. Gelatine, Pflanzensamen, Gunpowder Base, also ja. Schießpulver sozusagen. Mixing Oil. Mixing Oil erinnere ich mich auch noch dran. War auch eine Zutat, die man immer wieder braucht in hoher Qualität. Am besten mit besserem Element Value. Oh, 10% SP durch die Synthese. Klingt jetzt natürlich nach einer super Sache, aber es sind eben nur SP durch Synthese, die man dann mehr bekommt, nicht durch Quests vom schwarzen Brett. Aber trotzdem, diese 200 SP, die das kostet, hat man natürlich sehr schnell wieder raus. Ja, muss man im Kopf behalten, aber der Skillbaum ist sehr groß, wir haben einiges zu tun. Nächste Folge bauen wir uns erstmal unseren ersten Honig, wenn wir da die Zutaten haben, davon gehe ich stark aus. Ich müsste eigentlich, wenn ich hier drauf gehe, hier weiß ich ja, wir brauchen Honig, jetzt müsste ich hier einfach Synthese drücken, so. Und da haben wir auf jeden Fall unsere Zutaten, das ist kein Problem. Aber wie gesagt, morgen erst. Bis dann, macht's gut. Tschüss.